Mein persönliches Bild ist, wir sitzen auf einem Ast, den wir selber absägen. Meine Frage ist deshalb, was für Maßnahmen werden Sie ergreifen, dass wir bis 2035 klimaneutral sind? Wir brauchen realistische Ausbauziele, die angepasst sind an die Kapazitäten, die wir haben, an die Mensch- und Naturschutznutzbaren Kapazitäten. Mein zweiter Punkt ist, wir sollten diese Grenzen der Fahrrinne, die auch durch Natur, Landschaft und andere Dinge gesetzt werden, respektieren. Ich will nur mal ein paar Zahlen nennen, damit man weiß, wo wir stehen. Wir brauchen 30 Gigawatt Windenergie in Niedersachsen. Wenn man mal jedes Windrad mit 3 Megawatt anrechnet, dann weiß man, das sind 10.000 Windenergieanlagen, die in Niedersachsen gebaut werden müssen, beziehungsweise stehen und zum Teil repowered werden müssen. Wir brauchen 65 Gigawatt Photovoltaik. Wenn ich jedes Dach in Niedersachsen belege, habe ich 50 Gigawatt. Ich brauche noch 15 Gigawatt mehr. Das sind ungefähr 15.000 Hektar, die ich mit Freiflächen-PV belegen muss. Wir brauchen den Ausbau der Offshore-Windenergie und das alles muss dazu führen, dass wir weniger Energie morgen verbrauchen als heute. Das wird also nicht funktionieren. Wir brauchen einen geringeren Bedarf. Ich sage das deshalb, weil es so wichtig ist, weil wir in Deutschland im Moment von den 2.500 Terawattstunden, die wir in Deutschland als Primärenergie verbrauchen, runterkommen müssen. Gerne auf 2.000, gerne auch etwas niedriger. Aber wir müssen die gesamte Primärenergie aus Erneuerbaren haben. Das ist heute nur der Strom. Und nur um so ein Gefühl zu geben, wo wir stehen, ist, wir haben heute von den 2.500 Terawattstunden 500 Terawattstunden Strom, davon die Hälfte erneuerbar. Das heißt, 10% der gesamten Aufgabe, die vor uns liegt, hätten wir erledigt. Aber Worten müssen natürlich auch Taten folgen. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist eher ein Einbruch des Ausbaus an erneuerbaren Energien. Es wird also nicht genug gemacht. Eigentlich müssen 15 mal mehr Windkrafträder stehen, 150 mal mehr Photovoltaikanlagen. Und das eben auch jetzt und schnell. Dass wir uns klar machen, welche Innovationen können wir leisten. Denn egal wie schnell wir die Klimaneutralität hier für diese 8 bis 10 Millionen Einwohner erreichen und ob die 10% mehr oder weniger Strom verbrauchen, die Emittenten in China, in Indien werden einfach weiter beitragen. Und das heißt nicht, dass wir diese Anstrengung nicht gehen sollen, aber wir müssen uns klar machen, was können wir leisten. Für mich ist es, Deutschland, Europa ist ein Innovationsstandort, der helfen kann, genau dort weiterzumachen und beispielhafte Energien zu erzeugen. Ich wünsche mir, dass dieser Prozess jetzt angegangen wird und dass wir uns nicht durch Scheinargumente abhalten lassen. Es mangelt, das beruhigt mich, nicht an den Lösungen, es mangelt am Umsetzungswillen. Und alle wünschen sich, dass die Ziele einfach schärfer werden. Ich kann nur sagen, ich würde mir wünschen, dass die Maßnahmen konsequenter werden. In der Tat habe ich Wünsche. Mein erster Wunsch ist, erstmal eine Zukunft zu haben, in der ich auch leben kann. Am Ende ist das gesamtgesellschaftlich zu tragen, das wird alle betreffen. Eine überwältigende Mehrheit sagte, unabhängig davon, was Politik und Wirtschaft leisten könnten in Zukunft, würde ich meinen Lebensstil ändern. Wir sitzen auf einem Ast, den wir selber absägen. Wenn dieses Bild von Ihnen so geteilt wird, dann stellt sich eigentlich nicht die Frage nach Prioritäten, dann gibt es nur kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-auch.